Einen wunderschönen. Da. So, ja. Mal weg. Okay. Mal gucken. Was haben wir geschafft? Wir haben einen Fisch. Sehr schön. Interessant. So, also wir haben 78 Level von ihm mittlerweile. Das ist ganz geil. Das heißt, wir haben 1E27 Gold. Also eine ganze Menge. Echt eine ganze Menge. Gut, dann muss ich mal sagen, lol. Okay. Nice, nice. So. Boah, Alter. Du kannst ja einfach mal 100 Level überall gehen. Die anderen warum sind bereits alle hochgelevelt. Sehr schön. Hier schön, damit haben wir. Oh, wir haben alle Upgrades mittlerweile. Sehr schön. Sehr geil. Dann nutzen wir die am besten auch gleich mal. Mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. 124 sind wir schon. Nice, da ist sie. Gut, den schaffen wir auf jeden Fall nicht. 1, 2, 7, 8, 3, 4, 5. Oder wieso? Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir könnten doch uns schon fast ihn leisten. Ne, dauert noch ein bisschen. So, mal gucken, was die Helden hier von uns wollen. Oh, okay, wir können uns ihn doch leisten. Gut, du gehst erstmal weg. Erstmal hier die Collecten. Quasi eine Collectors Edition. Boah. Was macht denn da? Die restlichen drei Level waren eigentlich vollkommen umsonst. Aber gut. Ja, komm. Ja, perfekt. Oh Gott. Naja, mindestens zwei gute Missionen mit dabei. Drei Hero Souls. Hey. So, was haben wir schon? Hä, warum 34? Wir hatten gerade eben 23, haben drei dazu bekommen. Haben wir jetzt 34? Warum das denn? Oder ist das, was immer steht, ohne diesen Bonus hier? Ah ne, das sind 60%, ich will es auch nicht erklären. Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam. Aber gut. Ah, Frostleaf, nice. Hat er gleich mal noch einen richtigen. Endlich mal einer, wo es sich lohnt, dass er stärker wird. Goddammit. Jetzt haut der mindestens ordentlich rein. Ja. So. Ja, Aphrodite. Ist ja gut. E40 schaffen wir auf jeden. Ach Gott, ja, das ist der wieder. Das ist wieder der mit dem sehr hohen Sprung. Den wir uns also sowieso nicht leisten können. Dann können wir, denke ich, doch alles hier direkt hier für Frostleaf aufopfern. Das macht dann, denke ich, Sinn. Erstmal geben wir dem ja noch zwei Level. Na komm, danke. So, das hat er eine gerade Zahl. Ja doch, wir warten erstmal ein bisschen. Wobei ihn auf Level 100 kommen wir wahrscheinlich nicht so leicht. Ne. Ne, das bezweifle ich dann. Oder, ja, ja doch, genau, das bezweifle ich doch ein bisschen.
Na gut, okay, dann setzt. Oh Mann, Alter. Danke. Dann setzen wir jetzt mal alles aufs Crossleaf. That makes sense. Dann können wir für 34 Euro Souls, also mindestens der, jetzt ist schon 34 Euro Souls. Transcenden, ich würde aber tatsächlich doch lieber erstmal noch ein bisschen warten. Einfach weil wir gerade so einen guten One haben. Also vergleichsweise gut. Und ich hoffe einfach, dass wir noch ein paar mehr Hero Souls bekommen, wenn wir noch ein bisschen warten. Und dann würden wir quasi in der nächsten Aufnahme dann direkt transzenden. Nein, da. Weil ich meine, 34 ist so erstmal schön, aber es ist halt noch eher wenig im Vergleich zu dem, was wir hier zum Beispiel für ihn alleine für 6 Level brauchen. Was ist ein Traum? Ein Traum. Gott. Ich meine, bei ihm geht's, weil er ist einer von denen, wo das praktisch, wie sagt man, also wo Level 2 kostet für Level 3, 3 kostet für Level 4 kostet und so weiter und so fort. Heißt also, der halt linear teurer wird, sag ich jetzt mal, wobei ist ja eigentlich so. Er ist aber halt einer, der wird halt nicht linear teurer, sondern es wird halt extrem schnell extrem teuer. Logarithmisch könnte das fast sein. Ja doch, genau, das ist eben, das ist ja mit hoch 1, n mit hoch n mal 1,5 oder so. Also es ist logarithmisch. Ja, auf jeden Fall wird halt extrem teuer. Deswegen er auch extrem scheiße ist, weil er uns kaum was bringt und trotzdem extrem teuer wird. Alles kacke, ich will sterben. Aber gut. Können wir später nochmal spielen, Die Simulator. Ja. Lohnt sich jetzt hier noch was? Erstmal eigentlich nicht. Frostlief ist auf Level 2, 20 mittlerweile. Nice. Dann lasse ich den Kauz auch erstmal. Schöne Schatzkiste. Ah, sehr schön. Yay. Ja, dann lasse ich ihn tatsächlich erstmal. Und viel mehr können wir denn jetzt gerade gar nicht tun. Weil alle anderen sind bereits hochgelevelt. Einzige wäre halt noch auf Level 100, aber erstens kommt danach nichts mehr. Heißt also, von den Upgrades her würde es sich nicht lohnen. Und vom Preis her wäre es auch ganz schön teuer. Wir müssen das jetzt ewig warten. Und da habe ich nicht wirklich die Intuition hinter. Hä? Eugene. Oh, was ist denn hier wieder los? Hä? Ach ja. Leck mich doch. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's noch schon wieder fast. Autoklicker ist drauf. Ich kann ihn wieder hochleveln und ja. Wir sehen uns dann, beziehungsweise ich nehme dann jetzt erstmal Eternal wieder auf. Doom Eternal. Yay. Schau mal drauf.